Hallo, 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 liebe Freunde. Und willkommen zurück auf Flotsam Island. Hier in Tales of Monkey Island. Okay, wir schauen uns mal hier auf der Insel um. Was haben wir da? Den Club 41. Club 41. Ich frage mich, wofür die 41 steht. Okay, hier ist irgendwie eine Clubsatzung. Wichtiger Hinweis. Der Club 41, Flotsam Islands angesehenste Piratenvereinigung, nimmt ab sofort keine neuen Mitgliedsanträge entgegen. Wir danken für Ihr Interesse und sehen Sie zu, dass Sie verschwinden. Nett. Ausweis? Ausweis? Was für ein Ausweis? Okay, was gibt's hier noch? Fässer. Druckertinte. Das Lebenselixier der Zeitungsverlage. Liebevoll gewonnen aus Tintenfischblasen. Auch nett. Windjammer immer noch groß. Flotsam Island leidet seit 1138 Tagen unter unwillkommenen Winden. Ist das Haus einfach nur aus zusammengeknüllten Zeitungen gebaut? Oh, und da ist Davy. Hey Davy. Nennen Sie mich Nipperkin, Junge. Das tun alle anderen auch. Ich mach das nur ungern. Können Sie mir nicht einfach sagen, wie ich Deep Gut kontaktieren könnte? Ich könnte Ihr bester Freund sein. Tut mir leid, Kleiner, das läuft nicht. Ich brauche Piratengeschichten. Und Sie brauchen meine Quelle. Noch Fragen? Wie ist dieser Deep Gut so? Wollen Sie Informationen aus mir rausdrücken? Dafür habe ich Respekt, Kleiner. Erinnert mich an mich, als ich so alt war wie Sie. Wann war das noch? So vor 20 Minuten? Glauben Sie wirklich, dass Deep Gut mir sagen kann, was mit Elaine und LeChuck geschehen ist und mir helfen kann, von dieser Insel zu verschwinden? Wenn es jemanden gibt, der Ihnen bei Ihren Problemen helfen kann, Skipwood, dann ist es Deep Gut. Können Sie mir nicht einfach sagen, wie ich Deep Gut kontaktieren könnte? Ich könnte Ihr bester Freund sein. Tut mir leid, Kleiner, das läuft nicht. Ich brauche Piratengeschichten. Und Sie brauchen meine Quelle. Noch Fragen? So. Welche Art Säbelrasseln mag man in dieser Gegend so? Oh, wir haben die Piraterie hier auf Flotsam sehr genossen. Es verging kaum ein Tag ohne anständige Wirtshaustumulte, Schiffsplünderungen oder das Bergen vergrabener Schätze. Heute scheint jeder nur noch darauf zu warten, dass sich endlich der Wind dreht. Überlassen Sie das nur mir, dann wird Ihr verschlafenes Nest im Handumdrehen in ungestümer Freibeuterei versinken. Tschüss. Auf gute Piraterie, Kleiner. Ich stehe in Ihrer Fankurve. Okay, kann ich da reingehen? Es ist abgeschlossen. Hier dürfen nur Angestellte vom Keelhauler rein, Leapwood. Denken Sie darüber nach, ein Reporter zu werden? Oh, überhaupt nicht. Okay, was gibt's hier noch? Es ist eine leere, stinkende Gefängniszelle. Erinnert mich irgendwie an die auf Melee Island. Die guten alten Zeiten. Was ist das hier unten? Wer auch immer dieses Gefängnis gebaut hat, legte großen Wert auf Gänsehaut. Diese geschnitzten Augen sind ja gruselig. Mehlfässer. Mehlsäcke. Der Fahne und der typischen Atmosphäre verdrehter Gerechtigkeit nachzuurteilen, muss das Gerichtsgebäude von Flotsam Island sein. Mit Mehlsäcken dran. Und da ist eine Bekanntmachung. Hört, hört! Hört, hört! Dank des unerwarteten Rückgangs krimineller Aktivitäten auf Flotsam Island habe ich das Gerichtsgebäude zugemacht und begebe mich auf eine oft verschobene Studienreise. Bleibt bis zu meiner Rückkehr gesetzestreu, sonst gibt's Saures. Ergebenst Richter Grindstone. Kann ich da rein? Das Gericht scheint nicht zu tagen. Was wahrscheinlich praktisch ist angesichts der zahlreichen Gesetze, die ich heute wieder brechen werde. Was ist das da für eine Notiz? Piraten, die ihre Schätze plündern, Seeräuber, die ihnen die Reling einreißen, Schwertkämpfer, die ihnen den Bauch aufschlitzen? Dann brauchen sie Morgan Le Fay, Piratenjäger par excellence. Na großartig, ein Piratenjäger. Den brauche ich so sehr wie einen vierten Nippel. Moment. Heißt das, Guybrush hat drei Nippel? So wie Chandler aus Friends? Haben wir wieder was gelernt. Alphabet-Schlussverkauf. Kostenlose Vokale, solange der Vorrat reicht. Oh, seht ihr das?
Das hat der Grafiker nicht so ideal gemacht, wie er hier die Originalschrift, man sieht hier irgendwie noch die englische Originalschrift drunter. Glas, Glas, klar. Glas, Glas, klar. Glasmanufaktur. Kann ich da rein? Es ist abgeschlossen. Okay, geht nicht. Was haben wir da noch so? Ich gehe mal da hoch. Was ist denn das für ein Haus? Schäbige Lampe. Ich hebe das lieber auf, bevor es jemand sieht, darüber stolpert. Der Doktor ist beschäftigt. Der Doktor ist beschäftigt. Sag ich doch. Bonjour. Meine Nase. Hört sich an, als wäre er beschäftigt. Ziemlich. Bin mir nicht sicher, ob das Ende der Rokoko-Zeit oder eher frühgruselige Epoche war. Okay, dann kann ich hier jetzt nichts sonst machen, oder? Was ist das für ein Ding? Diese Vorrichtung riecht geradezu nach einem durchgeknallten Wissenschaftler. Oder zumindest nach einem äußerst angefressenen Wissenschaftler. Mhm. Was haben wir hier? Ein Schiff! Riesiger Seestern! Ich glaube, ich habe soeben die Fahrkarte weg von dieser stinkenden Insel gelöst. Nicht so schnell, mein gut frisierter Freund! Wer? Reginald Van Winslow, Kapitän der Screaming Narwhal! Und wer sind Sie? Guybrush Threepwood, mächtiger Pirat! Ach, wirklich? Was kann ich für Sie tun, Mr. Mächtiger Pirat? Hübsches Schiff! Waren Sie betrunken, als Sie das gebaut haben? Der ist gut, Junge. Aber ich habe die Screaming Narwhal nicht gebaut. Sie wurde von einem Komitee besorgter Bürger von Flotsam gebaut. Dann waren die betrunken? Nein, aber sie mussten nehmen, was ihnen das Meer anspülte. Das erklärt das gewisse erbaut von betrunkenen Erscheinungsbild. Wenn Sie die Narwhal nicht gebaut haben, warum sind Sie dann Ihr Kapitän? Traditionsgemäß gilt, wer den Kapitän der Screaming Narwhal vom Deck fegt, wird ihr Kapitän, bis er selbst vom nächsten Kerl vom Deck gefegt wird. Ich muss ihn also nur runterstoßen, was? Wissen Sie etwas über den Club 41? Club 41. Ein wundervoller Ort. Ich war nicht mehr dort, seit ich meinen Mitgliedsausweis beim Kapern der Narwhal verlor. Wie sind Sie auf Flotsam Island gelandet? Das, was alle anderen hierher brachte, Junge. Die Winde. Ich jagte gerade einem Räuber hinterher, der sich meine hart verdiente Beute unter den Nagel gerissen hatte, als plötzlich Flotsams launische Winde mein Schiff erfassten, es zu Kleinholz machten und mich an einer der zahlreichen Küsten wieder ausspuckten. Drehen Sie bei und streichen Sie die Segel. Ich bin gekommen, um Ihr Schiff zu kapern. Ernsthaft? Welche Freude! Niemand war seit über 2 Jahren Manns genug, die Screaming Narwhal zu übernehmen. Er hat aber wirklich gute Laune für einen, der gleich sein Schiff verlieren wird. Warum freut Sie das so sehr, dass ich gleich Ihr Schiff kapere? Ich liebe Herausforderungen. Gürtet den Verstand und schärft die Lenden. Wussten Sie das nicht? Hä? Schärft die Lenden? Ich freue mich drauf. Gürtet den Verstand und schärft die Lenden. Was gibt's hier sonst so? Möwe. Die Screaming Narwhal mag nicht besonders schön sein oder seetüchtig, aber immerhin ist es ein Schiff. Das stimmt. Bereiten Sie sich darauf vor, geentert zu werden, Van Winslow! Schmierfett aus Schinkenspeck! Junge, das glitschigste Zeug auf den 7 Meeren. Oh, so ein Mist. Diese Jacke war ein Geburtstagsgeschenk und jetzt ist sie voller Schmierfett. Mann, Elaine wird sicher stinksauer sein.
Speck. Okay, dann probieren wir es mal mit der Kette hier. Oh, verflixt. Heiß, heiß, heiß. Au! Und jetzt haben wir einen Schwelbrand am Dock. Perfekt. Irgendwie hier über die... über das Seil? Was haben wir denn da? Da haben wir Unterwäsche. Transparent, sexy und verspielt. Mit hohem Stützkomfort für den aktiven Piraten. Transparent, sexy und verspielt. Genau wie meine. Hey, da ist was in seiner Socke. Club 41. Mitglied auf Probe Nummer 37. Reginald Van Winslow. Das dürfte sich als nützlich erweisen. Was ist hier mit der Hose? Da auf des toten Windes. Die Screaming Narwhal mag nicht besonders schön sein. Nee, ich wollte die Hose anklicken, nicht das Schiff. Egal. Ahoi! Ahoi, Master Shreepfoot! Ich habe Ihren Mitgliedsausweis gefunden. Behalten Sie ihn. Wenn es nach mir geht, ist das Recht meist auf der Seite des Besitzenden. Mir wurde gesagt, keine Mathe. Wir sehen uns. Ich freue mich drauf. Ist ja lieb, der Typ, eigentlich. Okay, dann gehen wir damit mal in den Club. Alphabet, Schlussverkauf! Ahoi, verwahrloster Handwerker. Ich bin Guybrush Threepwood, mächtiger Pirat. Ahoi, ich bin Gaffer Gripdigit, Glasbläser und Pirat. Wie kommt ein bärbeißiger Pirat dazu, kleine Einhörner aus Glas zu machen? Hör mal, Kleiner. Das Glasblasen ist so gefährlich wie das Segeln vor den westindischen Inseln. Eine falsche Bewegung mit der Stange in der Nähe des glühenden Lochs und schon kannst du deine Augenbrauen einen Abschiedskuss geben. Kann ich das? Ich bin mir nicht sicher, ob das rein anatomisch betrachtet überhaupt geht. So, Einhörner, ja? Ei, anmutige, zarte Wesen sind das. Aber um ehrlich zu sein, sind sie kein Verkaufsschlager unter den Piraten. Für mein nächstes Projekt nehme ich etwas, das sie wirklich anspricht. Wenn ich je diese verdammten, gehörnten Saftsäcke verkaufen kann. Was können Sie mir über Flotsam Island sagen? Naja, du hast sicher schon von Flotsam Islands höllischen Winden gehört. Aber hat man dir je etwas über die Riffe erzählt? Die Riffe? Ei, die Kristallriffe von Flotsam Island. Sie sind schärfer als Drachenzähne. Sie lauern rund um die Insel und zerfetzen jedes Schiff, dessen Kapitän dumm genug ist, Flotsam Islands Winde zu unterschätzen. Was hat das mit diesem Alphabet-Schlussverkauf auf sich? Das ist der letzte Schrei. Ich fertige unzerbrechliche Röhren in Buchstabenform, aus denen festlich beleuchtete Werbeschilder, moderne Erinnerungsbilder oder einfach nur Lappen gemacht werden. Kitschig. Ei, ziemlich geschmacklos. Konsonanten kosten 48 Goldstücke. Aber heute erhält jeder Kunde einen Vokal gratis. Wie wär's mit einem Vokal? Ich denke, ich hätte gerne eine dieser kostenlosen Vokalröhren. Du möchtest einen Vokal kaufen, hä? Oh. Ja, bitteschön. Ein U? Und was ist mit A, E, I, O? Oder vielleicht Y? Alles ausverkauft. Wir haben nur noch YouTubes. War schön, mit Ihnen zu plaudern, aber ich muss zu meiner Frau und meinem Erzfeind zurückkehren. Hey, wem geht das nicht so? Okay, ich schau mal hier die Einhörner an. Wow, hätte nie gedacht, mal einen Piraten zu sehen, der Einhörner aus Glas verkauft, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Hey, ich hätte nie gedacht, jemals einen sprechenden Pavian zu sehen, also sind wir quitt. Okay, ich geh mal ins Innere der Insel. Okay.
Was haben wir hier denn so? Nichts. Hi. Ah, wer bist du? Ich bin Guybrush Threepwood, mächtiger Pirat. Und wer bist du? Joaquin Jacinto de Meara Alfonso de Oro. Schatzsucher der Extraklasse. Was hast du denn da unten gemacht? Nichts. Es sah so aus, als würdest du mit Puppen spielen. Das sind keine Puppen. Es sind polygelenkige Porzellan-Power-Piraten. Was um alles im Davy Jones Platzsparwunder sind denn Porzellan-Power-Piraten? Sie sind die seltensten und coolsten Actionfiguren aller Zeiten. Ich verfolge ihre Wege dank der Porzellan-Power-Piraten-Schatzkarte nach, die in ausgesuchten Packungen der Porzellan-Power-Piraten-Passionsfrucht-Frühstücksflocken enthalten sind. Ich jage ihnen seit Jahren hinterher und ich habe fast schon die gesamte Kollektion zusammen. Wie viele PP-Piraten fehlen hier noch? Der einzige Power-Pirat, den ich noch nicht fand, ist der ultraseltene, nahezu unauffindbare Dark Ninja Dave mit Killer Karate Katana. Ich dachte, ich könnte ihn hier auf Flotsam Island finden, aber ich wurde reingelegt. Reingelegt? Ja. So ein Kerl in einer karierten Jacke mit ständig winkenden Armen verkaufte mir eine Ninja Dave Karte, aber wenn ich ihr folge, drehe ich mich ständig im Kreis. Warum ist Dark Ninja Dave so selten? Weil ein paar Pirateneltern ihn wegen des spitzen Zubehörs Killer Karate Katana verbieten ließen. Sie sagten, man könne daran ersticken. Weicheier. Was für Schätze interessieren dich denn? Golddublonen? Silbertriplonen? Gold und Silber kann jeder finden. Ich suche nach dem seltensten aller Piratenschätze. Ich bin mir fast sicher, dass ich später bereuen werde, dich das gefragt zu haben, aber was ist denn der seltenste aller Piratenschätze? Porzellan-Power-Piraten! Darf ich sie mir mal ansehen? Nimm sie. Sie ist wertlos. Ich lasse es dich wissen, wenn ich was finde. Und du bist dir sicher, dass Dark Ninja Dave ein wertvoller Schatz ist, ja? Oh, das ist das Zeug, aus dem Träume sind. Porzellanträume. Haben die Winde auch dich auf Flotsam Island stranden lassen? Ja, aber ich kam freiwillig her. Ich suchte die schwer zu fassende Dark Ninja Dave Porzellan Power Piraten Actionfigur. Was ist das für ein rosa Puppenhaufen? Actionfigurinen? Was soll dieser rosa Haufen mit Actionfigurinen überhaupt? Das sind meine zusätzlichen Pink Pyjama Pierres. Der langweiligste und am wenigsten gefragte der Porzellan-Power-Piraten. Ich verabscheue Pink Pyjama Pierre mit der Intensität von 1 Million explodierenden Kanonenkugeln. Kann ich dich Doro der Forscher nennen? Nein. Das ist eigentlich im Englischen viel besser. Doro the Explorer. Das ist eine Anspielung an Dora, also Dora, Dora. Ihr wisst schon. Sieh nur, da ist die Ninja Dave-Figur mit Wurfstern-Action. Wo? Okay, Guybrush. Ist doch nur eine kleine Porzellan. Mach einfach die Augen zu und denk an einen glücklichen Ort. Oh. Ich hab nichts gesehen. Tut mir leid, das muss an den Blättern liegen. Ich finde den ja schon putzig. Okay, was gibt's hier sonst so? Wir gehen doch mal nach links. Was ist das hier? Hm, sonderbar. Ja, das würde ich auch sagen. Dann gehen wir noch mal nach links. Kanonenkugeln. Smile and Stance Minibomben für junge Damen. Die ganze Kraft großer Minibomben in einer kleineren Packung für zarte Piratenhände. Hm, ich sollte lieber alle nehmen. Bomben kann man immer gebrauchen. Und sollte man auch immer in der Jacke aufbewahren. Nur zur Sicherheit.
Oh, was ist das? Irgendwas an dieser Hütte lässt mich schaudern. Wir gehen mal rein. Wie lautet das Wort? Ich verkaufe diese feinen Lederjacken. Ja, oh, ich mag die Anspielung an Indiana Jones. Wie lautet das Wort? Keelhauler. Wir müssen erst noch das Wort herausfinden. Aber ich habe so eine Intuition, wer da drin eventuell hausen könnte. Das ist merkwürdig. Haben nicht die meisten Wetterfahnen 4 Windrichtungen? Ich denke mal, da drin haust die... Ach, das seht ihr selber. Ich will jetzt nicht spoilern. Oh, was ist das? Wenn ich dem glaube, ist heute Sonntag, der 12. Seku. Okay. Ich gehe mal wieder raus aus dem Dschungel. Aus dem Dschungel in den Dschungel und so. Oh, wo kann ich hier hin? Okay, diese Orte muss ich alle noch finden. Gruselige Hütte habe ich gefunden, das muss ich noch alles finden. Okay, aber ich gehe erstmal zurück zum Dock. Und dann gehe ich mal in den Club 41. Irgendwelche Neuigkeiten? Wobei vorher... bastle ich mir mal eine gefälschte Dark Ninja Dave Actionfigur. Indem wir den pinken Pierre nehmen und den in die Tinte tunken. Pink Pajama Pierre, du hast meine Pläne ein letztes Mal durchkreuzt. Bereite dich darauf vor, in der tiefschwarzen See vor deinen Herren zu treten. Sacre bleu, ist das Fin von Pink Pajama Pierre? Da ist doch was dran. Schwarz macht wirklich schlanker. So, aber jetzt brauchen wir noch ein, Ach, seht ihr gleich. Ausweis? Ausweis? Oh ja, mein Mitgliedsausweis. Hier, bitte. Sehr gut, Kapitän Van Renslow. Hier ist Ihre Augenbinde. Augenbinde? Sir, Sie kennen doch die Regeln. Alle Mitglieder des Clubs 41 auf Probe müssen im Club Augenbinden tragen. Richtig, wie dumm von mir. Sehr gut, Sir. Vorsicht, Stufe! Wie ich hörte, machst du einen richtig fiesen Grogatini. Achtung! Meine Nachos! Es tut mir so leid. Oh, mein Auge! Tut mir leid! Katze! Au! Hacki! Au! Pass auf deine Hand auf! Nimm deine Pockenhand weg von mir, du Knallfrosch! Ei! Oh, mein Bein! Was für ein Kampf! Das war spektakulär, Driftwood! Der beste Piratentumult seit vielen Monaten! Keine Ahnung, was da in mich gefahren ist. Es war, als wäre meine Hand besessen. Besessen, sagen Sie? Daraus kann ich noch mehr machen. Liefern Sie mir nur weiter solche Piraten, Boss und Driftwood. Und ehe Sie sich versehen, übergebe ich Ihnen die Geheimnisse von Deepgut. Okay, das war schon mal ganz gut. Was liegt da? Was zum... Du hast eines dieser Mini-Schwerter mit einer Olive in mein Gorgatini getan. Ich hasse diese Dinger. Oliven oder Mini-Schwerter? Okay, jetzt können wir aber das Mini-Schwert benutzen mit der tintenbefleckten Actionfigur und bekommen einen gefälschten Dark Ninja Dave. Mit dieser coolen schwarzen Strumpfhose und dem gefährlichen spitzen Zubehör sieht Pink Pajama Pierre ganz allmählich nach einem Sammlerstück aus. Okay, dann bringen wir das doch mal, weil wir haben hier die Karte, ich schaue mir die mal an. Dieser Dschungel ist echt laut. Okay. Wir müssen beim Brunnen starten und dann den Geräuschen folgen, die wir hören. Aber das machen wir, glaube ich, in der nächsten Folge. Bis dann!